Hey Kani, kannst du das Prime League Bracket erklären, was es für NNO bedeutet? Ja. Das ist der Turnierbaum. NNO und SK sind ganz oben im sogenannten UB Upper Bracket Finale, weil wir einfach Top 2 sind. Wir haben im Regular Split, waren wir Erster, SK Zweiter. Der Prime League Titel ist nice, aber das Geilste und Wichtigste für alle Teams momentan sind die EU Master Spots. Das ist basically die Champions League, wo die besten Teams der ganzen anderen europäischen regionalen Ligen, also die besten Teams Spanien, Deutschland, Frankreich, Benelux, Balkan, ja, die spielen da alle gegeneinander. Und davon hat die deutsche Liga 2 Spots. Und die beiden Teams erhalten die Spots, die hier im Finale stehen. So, dadurch, dass NNO und SK Erster und Zweiter waren im Regular Split, haben wir den Vorteil, dass wir schon sehr nah am Finale sind. Das heißt, wenn wir morgen gewinnen, sind wir automatisch schon im Finale und haben EU Master Spot. Was insane ist. Nur ein bisschen schade, dass es kein Offline-Finale gibt, aber wir sind im Premier League-Finale und wir haben vor allem den EU Master Spot. Also das Verliererteam, also SK Gaming, die fallen dann einfach hier runter, eins nach unten ins Lower Bracket-Finale. Die müssen all das hier nicht mehr spielen, eben nicht morgen, nächste Woche. Ich glaube, war relativ ausführlich so erklärt, oder? Glaubst du, denn NNO schafft das? Ja, ich bin confident. SK war jetzt nicht so krass. Wir waren wirklich ohne Delusion, ohne Teambrille. Wir waren das beste Team im Regular Split, auch am Schluss. Klar, es ist jetzt noch eine Woche. Es ist ein komplett neuer Patch. So, da kann man viel practicen. Es kann sich viel ändern, aber ich bin confident. Und wenn wir, sollten wir doch gegen SK verlieren, ich denke, dass wir auf alle Fälle deutlich besser sind als die Teams, die hier unten sind. Kannst du mir sagen, warum du Leona gegen Thresh pickst? Weil ich eine A-Z-Challenge mache und ich Leona spielen muss. Egal, was der Gegner pickt. Er hat keinen Cleanse, das ist gut. Wait, er spielt ohne Cleanse gegen Varus Leona. Das ist ein Giga-Chat nur. Ja, ich sage, er kriegt das Reliable nicht hin. Ich sage, er kriegt das Reliable nicht hin. Wie kann Thresh so bad sein? Drunken Lama, was für eine Elo bist du? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Thresh deutlich besser ist als du. Also ich darf die Leute in der Elo flamen, die wenigsten von euch dürfen. That's right. Gaze into the burning ring. Do not look away. Wirklich? Er hat sich jetzt echt von dem Hook treffen lassen? Bitte Bodyblock! Okay. Junge, Aftershock W Leona ist ja wirklich das. Dass ich das überlebe, ist auch irgendwie lustig. Aber ja, wenn er sich da nicht hooken lässt. Aber es ist auch. Es ist, glaube ich, sogar eher my bad, weil ich den Hook bodyblocken muss. Oh! Wir hauen uns aufs Maul! Ich bin dabei! Er hat sich entschuldigt. Wait, what? Sorry, Thresh of Cancel my Queen. No problem, King. Ja, wir können ihn niemals contesten. Aber wir tun's trotzdem. LOL! Oh, die macht ihn gar nicht schade. Es wäre auch echt bad gewesen, weil ich glaube, wir killen die Lane nicht in Time und Thresh ist sofort da. Ah, ich hätte mir irgendwie einfach safe usen sollen. Ah, das war echt schlecht von mir. Rein! Sie ist noch hier. Scheiße! Kill endlich was, Bro! Ah! Und dann wastet er doch so sein Flash. Okay, 2-1. Du bist so gottlos tanky. Ja.
Hätte ja sein können. Oh. Varus, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Ich habe keine Mana mehr für die Q. Scheiße. Okay, ja gut. Okay, okay. Wir werden leider, die mögen gern Botlane. Hui. Caligul. Aber können wir mal irgendwas töten? Ah, oh Mann, ey. Oh, die lebt auch noch. Ich weiß nicht, wie ich das dem Varus beibringen soll. Aber es liegt nicht an der Lux, dass er immer die ganze Zeit von ihm Spell getroffen wird. Ey, jetzt sind wir gekommen. Nicht, dass es ihm was bringen würde. Der Varus-Bild ist... Imagine, er wäre on-hit gegangen, sagen wir so. Der Bild ist nicht schlecht, aber in Kombination mit seinem Lethal Tempo ist es schon eher schlecht. Oh, Mann, mehr. Egal. So. Wie kommen wir jetzt hier raus? Arschlecken! Okay, gar nicht. Wait, Bruder Varus ist gefallen. Ist hier jemand looking? Ist der Ohren ein Viech? What the fuck, ey? Ist der tanky? Casual Common Hearts Syndrome, ja? Nee, jetzt komm schon. Komm du zu mir, Diana. Danke. Zum Glück habe ich einen Blue Buff. Nicht der Blatzung Proc ist das, was den Ohren tötet. Tatsächlich. Yo, holy shit, wir haben 3000 Damage auf dem Item. Und das deckt mir alles schön am Ohren hoch.
Der arme Thrash. Wait, what the fuck? Ist Platz am Leona immer noch broken? Das ist ja disgusting. 1300 und 2100 Schaden. Not bad. Support is so easy, dude. Nice. Ja, leider trotzdem Leona in 2 Tries gemacht.